unzertrennlich eigentlich, die Schwestern. Doch eine sitzt schon auf gepackten Koffern. Und Hannibal, der hockt auf seinem Nest. Seit 15 Tagen schon. Die Welt der Schneeleoparden, der Himalaya von Leipzig, Mira und ihre Schwester Suri, die kennen hier jeden Stein. Groß geworden sind sie, Mutter Chandra über den Kopf gewachsen. Sie sollten langsam ihre eigenen Wege gehen. Eine wird heute den Anfang machen, nach Tschechien ziehen. Aber das ahnen sie natürlich noch nicht. Obwohl, die Reisevorbereitungen sind kaum zu überhören. Ja, heute ist der große Tag. Heute darf die Mira weggehen. Die Mira darf jetzt in die Kiste rein. Jetzt ist ja die Frage, wie muss ich überhaupt dranheben? Anheben. Okay. Das ist total scharfkantig, ne? Willst du nicht erst mal vorkommen? Mach mal mit der einen Ecke hier oben drauf und dann komme ich vor. Jetzt. Auf drei, eins, zwei. Nee. Okay, reicht. Die Mädels haben so gut mit ihr trainiert, dass er eigentlich entspannt ist. Ja, anderthalb Monate hat man das Training. Wir haben ja zwei verschiedene Kisten haben wir so trainiert. Und jetzt ist einfach die Hoffnung, dass sie das nicht merkt, dass wir die eine Kiste einfach ausgetauscht haben. Langsam macht sich draußen Ungeduld breit. Ja, längst müsste es Frühstück geben. Wir machen jetzt zu. Na dann, das haben wir. Viel Glück. Doch Mira erwartet nicht das große Fressen. Ein bisschen nervös ist man ja, ob das jetzt wirklich so klappt. Also der Wunsch ist ja wirklich, dass sie in diese Kiste reingeht. Ne? Das wäre der Idealfall. Weil ansonsten alles wieder umsperren, rübernehmen in die andere Kiste, die wieder abbauen, ordnungsgemäß dran schrauben oder verbinden. Ja, Plan B. Plan B sozusagen. Plan C ist dann der Doktor. Wenn das gar nicht so funktioniert. Es gibt so viele Pläne. Oder sie bleibt, ja. Das wäre auch toll, aber es wird dann irgendwann ein bisschen eng. Ja, jetzt wird's ernst. Nur mitkriegen sollten das die Leoparden besser nicht. Am besten so wie immer. Mira! Damit die nicht Lunte riechen. Don Chung, ein bisschen angespannt. Es liegt wohl in ihrem Wesen. Mit Rani kommt sie gut zurecht, aber den Rest der Herde, den meidet sie, wenn's geht. Das ist nun bald vorbei. Don Chung, du hast die große Chance, heute im Fernsehen richtig gut wegzukommen. Vorwärts. Komm. Es gibt eine neue Bleibe für sie. Das Elefantenhaus in Cottbus, gerade fertig. Ja. Komm, vorwärts. Bis zum Umzug ist noch Zeit, aber sie muss vorbereitet werden. Stückchen noch. Komm, vorwärts. Jawohl. Jetzt. 3, 4, 2, 8. Ja, 3400 Kilo. Kriegst du gleich Schuck auf, ne? Ab, zurück. So eine Barbe. Ist eher obere Gewichtsklasse. Wird wohl ein Schwertransport. Komm mit, Dicke, komm. Damit der aber so stressfrei wie möglich ist, da wird jeden Tag. Lässt du dir einen Fuß geben? Trainiert. Für alle Eventualitäten. Die wird jetzt kurzzeitig fixiert, denn die wird wahrscheinlich zum Transport eine leichte Beruhigungsspritze bekommen. Und dass sie dann nicht irgendwo in der Ecke steht, wo wir sie nicht gebrauchen können, wird die genau vor der Türöffnung positioniert. Dann kommt vorne ein Führungsseil ran und hinten ein Führungsseil. Also sie kann die Pfleger vorne nicht beschädigen und den Container hinten nicht kaputt machen. Und dann wird praktisch so viel Seil, wie vorne nachgegeben wird, wird hinten straff gezogen, sodass sie dann praktisch wie an einer Schnur geführt in den Container geht. So, jetzt können wir die schnell noch nass machen ein bisschen. Robert Stehr verbindet das Üben mit der Morgentoilette. Don Chung, rum hier. Duschen. Pump. Das mag Don Chung sehr. Die Geier hygieren nach dem Frühstück der Schneeleoparden. Doch das muss heute noch warten. Suri, Mira! Der Transport nach Tschechien ist gerade wichtiger. Hallo, Chandra. Du gehst heute nicht weg. Du heute. Auch wenn's Pilsen ist. Ja, du kommst ja aus Pilsen, ne, Große? Ja. Ganz lustig. Zack, auf den Rücken gesprungen. Ganz toll. Der Meerschnubbi.
Da ist er. Mira, komm rein. Es ist dein Tag. Ja, noch scheint der wie jeder andere. Mira ist übrigens rollig. Ihre erste richtige Rolligkeit. Und das zeigt eben auch, dass sie bereit ist, von Mutter wegzugehen. Dass sie sich mit anderen Männchen paaren möchte. Und dass sie halt einfach erwachsen geworden ist. Ich würde es vielleicht einfach testen, dass wir schon mal aufziehen. Jetzt wenn es nicht geht, lassen wir offen, dass sie Zeit hat, reinzuschnuppern. Dann können wir immer noch die anderen reinholen. Hopp oder top. Guck mal, Mira. Die Kiste. Sie darf nicht merken, dass das jetzt eine andere ist. Machst du bloß halb auf den Schieber oder dreiviertel, dass man gar nicht erst einsichern? Ich sehe nichts Genaues. Sie ist drinne, runter, runter, langsam, 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 langsam. Schwanz guckt noch. Wie viel? Und jetzt runter, 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 runter. Ist drin, fertig. Danke, der nächste bitte. Kirsten. Wahnsinn, das läuft hier. Das läuft. Naja. Easy peasy, gut, wer hat um 9 gesagt? Hab das schön gemacht. Also wir haben die auch trainiert, dass wir die ohne Futter in die Kiste reinbekommen. Sinn und Zweck wäre es jetzt, dass wenn sie rausgeht, dass sie Futter findet. Und jetzt ist es halt so, dass sie verschickt wird. Also sie hat jetzt wahrscheinlich auch großen Hunger, deswegen ist sie gleich reingegangen in die neue Kiste. Aber wahrscheinlich ist doch schön. Also ich freue mich riesig, dass das so gut geklappt hat. Mega gut. Also wenn das mal nicht vorzeigen ist. Ist ihr der Doktor? Hallo Mira. Glatt erspart geblieben. Irgendwie hat man jetzt aber trotzdem schon eine... Na, man konnte sich gar nicht richtig verabschieden. Man konnte sich nicht verabschieden, nein. Und die Schwester und die Mutter auch nicht. Ja. Danke. Ah, die Seite gibt's auch. So, Mädels, geht los. Und dann sind da plötzlich Fremde, packen eilig an. Frühstück gibt's nämlich in Pilsen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wenn die Pilsner Jungs kommen. Weg ist er. Ihre Mutter selber kam ja auch aus Pilsen. Heißt, wir geben sozusagen wieder was zurück dafür, dass wir damals was bekommen haben. Mira! Oh. Ja, also Sie haben ihren Großvater noch im Zoo. Der ist aber mittlerweile auch schon so alt, dass da nicht mehr viel passiert. Und dann wird sie irgendwann einen neuen Partner kriegen, aber da sie noch relativ jung ist, wird sie noch ein bisschen dauern. Ein bisschen schwer ist es ja. Wo ist das weiße Taschentuch zum Winken? Tja, das ging ja wirklich flott. Die Jungen müssen in die Welt. Ihre Gene weitertragen. Auch bei den Gualacos heißt's gleich, lebe wohl. Ja, wir sprechen uns noch mal ab. So, warte mal, theoretisch, ich würde jetzt hier... Warte, wir machen erst mal hier zu. Wir können, genau. Also rein theoretisch könnten wir hier vorne jetzt zumachen, aber wir haben schon mal drei hier links, die definitiv nicht mit müssen. Dann haben wir, können die schon mal raus. So, Obacht, ihr Lieben. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So. Also vom Prinzip ist, müssen die beiden ältesten Jungtiere vom letzten Jahr weg. Das ist einmal die Melli, das ist also das dunkle Mädchen, und ihr Halbbruder, der Roland, der jetzt direkt hinter ihr steht. Okay, perfekt. Wir haben sie. Ganz einfach. Das sind die beiden, die weg müssen. Das war Zufall. Schnell und schmerzlos. Das war jetzt Zufall. So, und jetzt machen wir den schnellen Weg. Das heißt, die anderen schmeißen wir durch die normale Tür ins Vorgehege. Der Rest geht auf die Anlage. Und die beiden gehen jetzt nach hinten in den Stall. Oder beziehungsweise bleiben zumindest erstmal hier hinten drin. Hallo. Alles gut, ihr Lieben. Ist gut, Melli. Ist gut. Mädels, ihr dürft. Macht langsam. Sind ja jetzt das erste Mal so richtig von ihren Müttern getrennt. Sonst waren sie ja in der Gruppe. Und logisch, dass die jetzt unruhig werden. Oh ja. Vorsicht, Vorsicht. Genau. Und wir müssen mal die anderen rausschicken, damit die sich ein bisschen beruhigen. Ja. Sich abnabeln. Ist nicht so leicht. Ist gut, Lisita. Genau, die Große, die jetzt hier rumrennt, ist die Mutter von der Melli. Ist auch quasi die Leitstute. Und die ist jetzt natürlich sehr aufgeregt, weil ihr Kind nicht da ist. Und die sind aber alt genug, um fortzugehen. Ich hätte gar nicht mehr gedacht, dass der Schmerz noch so groß ist. Lisita! Komm her. Komm, komm, komm. Komm, meine Süße. Jawohl. Ihr Halbschlafen müssen die Herde verlassen. Auch in freier Wildbahn. Ist gut, ihr zwei. Ja, hallo. Ja. Es schmeckt den beiden aber nicht. Jetzt wird's gespuckt. Mhm. Ja, das gefällt ihnen jetzt auch gerade so gar nicht. So dieses Spucken ist erstmal so der erste. Ja. Jetzt geh nicht weiter, komm nicht her, bleib mir fern. Ja, und es ist gut, wenn du nicht dazwischen stehst. Ja. Es riecht im Prinzip
Na, wie kann man es denn beschreiben? Es ist ein bisschen einfach so säuerlich. Halt säuerlich erbrochenes. Ja. So. Mhm. Mit Heu gemischt. Ja, genau. Schön das Heu grün. Gibt doch die gute Note. Schön grün. Ja, guten Appetit genau. Übrigens. Für die Leute, die es jetzt gerade beim Abendbrot gucken. Ja. Heftige Speichelattacken. Ja, wenn es jetzt weitergeht, dann müssen wir sie trennen. Ja. Wir warten mal ab. Wir sind eben sehr aufgeregt, die Melli und der Roland. Wir wissen ja nicht, was hier vor sich geht. Im Elefantenstall da wird noch geduscht. Herrlich lauwarmes Wasser. Das könnte Don schon stundenlang genießen, so ganz allein. Weg von den anderen. Die hat eine durchaus bewegte Geschichte. Als Voi Nam geboren wurde, hat die mit ihm und seiner Mutter in einer Box gestanden. Das waren ein Herz und eine Seele. Und gut 15 Jahre später gab es dann mal ein Geschubse zwischen den beiden. Und da hat die Ching, Voi Nams Mutter, sie in die Grünanlage gestoßen. Und da ist er auf einen Elektrozaun gefallen. Hört schon rum. Und seitdem hat sie so eine Wut auf die gehabt, auf die Ching, dass sich dieses Verhältnis nicht wieder zum Positiven normalisiert hat. Don Chung! Was denkst du denn da hinten zu finden? So einen blöden Keks? Ne, die Kekse gibt's doch hier vorne, komm. Das zeigt also, dass die Sozialkontakte ganz schnell sich ändern können, weil die Tiere, als sie in den 80er Jahren gekommen waren, waren immer Einzelindividuen, keine Gruppenverbände. Ja, der Onkel, der steht die ganze Zeit schon da. Hast gar nicht gemerkt, ne? Rum. Dann war sie plötzlich mit dem Berliner Elefanten konfrontiert. Und obwohl die ihr gar nicht schlimm körperlich was wollten, hat die einfach ihr Heimrecht abgegeben und hat gesagt, macht ihr mal. Es hat nie einen Elefanten gegeben, der für sie Partei ergriffen hat. Alte Geschichten. Die stecken ihr wohl in den Knochen. Alte Gurke. Ja, was auch immer geschah, Elefanten merken sich so viel. Dort schon, hier. Ja, und all die Versuche, sie mit neuen Elefanten anzufreunden. Die Familie aus Berlin. Tja, das wollte einfach nicht klappen. Also, die jetzt damit mit Gewalt in die Gruppe rein zu integrieren, wird nicht funktionieren, weil bestimmte soziale Mechanismen sie nicht versteht und die anderen dann sich diesen Vorteil zunutze machen. Kiste kann sie noch kriegen. Don Chung kommt trotzdem auf ihre Kosten. Die Pfleger, die kümmern sich. Es gibt Belohnung nach dem Training, Nervennahrung. Und danach, da geht's dann weiter im Programm. Gut versteckt im Grün von Gondwanaland. Scheue Wesen. Steffen Thies aber hat ein geschultes Auge für alles, was durch diese Tropenhalle fliegt. Ist nicht leicht, den Überblick zu bewahren. Aber Futter, das lockt die meisten aus den Büschen. Na, ihr hübschen Mäuse. Man macht ja immer mal einen Blick überall hin. Gerade jetzt als Vogelpfleger hier in der Halle. Da sieht man auch, wer hier alles ist. Zum Beispiel der Blaukäguan ist hier drüben. Mähnibis sowieso. Soldatenkibitz ist hier hinterm Zaun. Und dann hörst du die Sonnenralle hier hinten. Und man schaut ja auch mal wieder nach dem Faultier, weil manchmal haben wir Glück und die sind hier an der Seite hier irgendwo rumhangeln oder hier oben, aber da ist eigentlich nichts. Ja, das Faultier. Das macht sich wirklich rar. Schon lange. Ja, wo wohnen die Faultiere? Na, manchmal haben wir Glück und die Elfriede hängt hier irgendwo unter den Heizungen oder hier an der Seite von der Halle, an den Folien. Aber man sieht es auch meistens auch an den Futterschalen, wie sie gefressen haben. Und ich sehe aber schon, sie haben fast gar nichts gefressen. So, das ist eigentlich ihre Leibspeise, Banane, nicht angerührt. Warum auch immer. Die waren irgendwie nicht so. Und die andere Schale, ja, dasselbe in grün. Aber ich mache gleich mal ein Foto für die Molly, da kann man das gleich mal sehen.
Dann weiß er gleich, wie sie gefressen haben. Stimmt's, Meister? So, dann mache ich die Kamera, die Karte raus. Da haben wir ja so ein schönes Tütchen, wo wir den Spaß dann mal reintun. Dann wird alles überwacht. Und die Nummer 2 ist gegenüber. Und dann nehmen wir da auch noch was raus. Und gucken wir mal, was hier abgeht. Ne? Die Karten verraten, was nachts hier vor sich geht, wenn alle schlafen. Die Bilder bringt Steffen Thies jetzt zu Martina Molch. Habt ihr das Paulchen gesehen? Wir sehen nur Paulchen. Bis nach. Oh, oh, oh. Molly, ich habe für dich was Schönes. Gut. Guck mal, futtermäßig sah es ganz bescheiden aus. Sah es mies aus? Ja. Futtermäßig? Ja, Fotos habe ich dir geschickt. Du hast mir schon geschickt. Kannst du dir anschauen. Ich hab dich jetzt. Wisst ihr was? Viel Spaß. Ich gehe. Tschüss. Gib alles, mein Freund. Das sag ich dir. So, da schauen wir uns das mal alles an. Die Guanacos scheinen sich entspannt zu haben. Schon vergessen, dass 2 von ihnen fehlen. Roland und Melli, die bald ausziehen werden, in die Nähe von Oranienburg. Unruhe. Hallo, Hannibal. Auch draußen vorm Stall. Vorführeffekt? Nee, er sitzt gerade nicht. So kann er mal entspannt mal seine Füße vertreten. So als Laufvogel ist das mal ganz gut. Auch für den Kreislauf. Ist wohl üblich, dass er mal das Nest verlässt. Die Eier waren versteckt. Ich würde auch gleich mal weggehen, dass er sich gleich wieder setzt, weil er so langsam wieder nervös. Na, auch auf dem Hof geht's nun zur Sache. Der Anhänger ist da. Warte. Stopp, stopp, stopp. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir. Hiermit lässt sich doch komfortabel reisen. Aber das Einsteigen. Ich will jetzt nur gucken, dass wir da. Bitte? Wo Reu ist, das muss das Brett höher. Na, das haben sie nie geübt. Kein Kistentraining, nichts. Ich denke, wir versuchen es erstmal so. Das kriegen wir so vielleicht. Also, geht los? Ja. Ich mach gleich auf, dass wir in einem Schwung. Bleibst du gleich da vorne? Ja. Also der Schieber von den Guanacos geht jetzt auf. Alter! Der falsche. Test. So. Roland, Melli, auf, wie geht's? So, ist fein. Ich geh jetzt mal hinten in die Box. Werde ich angerotzt? Nein. Schön behutsam. Hallo, ihr Süßen. Alles gut. Richtung Hänger treiben. Mal. So, ist fein. Roland. Los, geht mal. Ja. Ja. Okay, nochmal ein. Hopp. Haben wir. Okay. Die waren ruhig, also sie hätten auch sonst wie reagieren können. Sie hätten hochspringen können, sie hätten wirklich hochgehen können. Aber wirklich, sie haben es versucht. Treten können. Sie hätten uns treten können, beißen können, was ich nicht alles vollspucken können bei einem Guanaco. Aber also es war ja. Es war so relativ entspannt, dann auch die Rampe hoch und sowas. Das war ja gutes Vertrauenswerk. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, und schon ist wieder Ruhe eingekehrt. Und Hannibal. Hannibal. Der brütet. Alles gut. Über seiner Zukunft. Na, ein bisschen hast du was gerissen. Wenn man sieht, Hannibal sieht aus, als würde er da wirklich schlafen. Aber das ist wirklich wie so in Trance. Der muss halt sitzen. Und deswegen fährt er komplett alles runter. Und er sitzt dann halt da. Und das geht jetzt so weiter. Noch 25 Tage. Ehe da was schlüpft. Seit 7 Monaten gibt es ein kleines Faultier, aber Martina hat es noch nie in echt gesehen. Ach ja, den Möhrer haben sie ja weggefressen. Die Faultiere sind, ich sag mal, nicht unbedingt auf unser Futter angewiesen. Die können auch die Pflanzen, die wir hier in der Halle haben, fressen, gerade die Jungtriebe und das, oder auch Blüten von Pflanzen, das fressen die super. So, da schauen wir mal, was es zu sehen gibt. Oh, heute gibt es gar nicht so viel zu sehen hier, wie ich das jetzt mal schon feststelle. Jetzt kommt's. Sieht ja nach Elfriede aus, was sich hier rumbewegt. 23.07 Uhr. Das Kleine hängt schon. Also über sowas, das ist einfach ein bisschen schön. Das ist einfach ein kleines, glückliches Faultier. Also wir wissen nicht, was es ist. Ne? Ob das männlich oder weiblich ist, wissen wir nicht. Wichtig ist nur, dass alles gut funktioniert. So, 23.47 Uhr. Wir sind eine Dreiviertelstunde da drinnen. 23:47, 40 Minuten. Offensichtlich war der Sitt gar nicht da heute Nacht. Das sieht nicht so nach Sitt aus, war nur die da.
Und da sehen wir gar nichts, weil keiner da ist. Ja, wir haben aber auch schon Aufnahmen vom Faultier im Hellen. Und das waren jetzt die Bilder, die ich auch das erste Mal so gesehen habe. Also da klopft das Herz, da freut man sich wirklich. Man kann auch ein bisschen zugucken, wie es wächst. Das klettert ja an der Kiste rum, es ist einfach zum Beben. Und warum? Weil es das schon kann. Aber das ist ja schon einfach alles ein bisschen schön. Bitte schön. Tja, irgendwann will man es aber auch selbst mal entdecken. Steffen, der sucht und gibt sich alle Mühe, die anderen Pfleger und Besucher auch. Doch den Beweis, dass sie unterwegs waren, den liefert am Nachmittag erst ein Hobbyfotograf. Im Elefantenhaus, da genießt Don Chung noch immer die Nähe zu den Pflegern. Hier ist sie gelöst, lässt sich die Nägel fallen. Jeden Tag ein paar. Sie ist keine, die da besonders empfindlich ist. Es gibt andere Elefanten, bei denen ist das wesentlich zappliger. Bei ihr geht's. Die Füße sind jetzt auch nicht so kaputt, dass das wehtut. Und deshalb machen wir das jetzt bloß kurz vorm Transport, dass die Kollegen in Cottbus dann nicht sofort mit ihr Fußpflege machen müssen, dass sie sich erstmal an den Elefanten gewöhnen. Da arbeiten wir jetzt quasi ein bisschen vor. Fertig. Die geht jetzt in die Halle und wartet, bis die anderen dann dazukommen. Los, Dicke. Um die Ruhe vorwärts. Ist es nun geschehen. Deutsche vorwärts. Weil die ganze Herde schon im Anmarsch ist. Von groß bis klein. Don Chung ein bisschen Gesellschaft leisten. Wenigstens am Nachmittag. Das ist nur Tusa. Ne? Die kennst du schon. Die ist nicht so schlimm. Don Chung, langsam. Ja, komm. Langsam, Don Chung. Es geht. Don Chung. Danny, pass auf. Paul, mal hier. Du kannst mal die beiden Türen noch aufmachen unten. Ja, würde sich gern dünne machen, Don Chung. Aber Einzelgänge sind Elefanten nicht. Ist gut, Don Chung. Fein. Ein bisschen eigenbrötlerisch vielleicht. Ist gut, Don Chung. Ja, die Nähe der anderen, die kann sie einfach nicht vertragen. Langsam, langsam. Nee, Don Chung. Hey. Ja, ein Versuch war's wert. Doch mit Anfang 40, da hat Don Chung eben ihren eigenen Kopf. Das ist der wahnsinnige Blick. Obwohl die Gruppe eigentlich wirklich das harmloseste ist, was wir an Elefanten aufbieten können. Die ist auf jeden Fall ein ungewöhnlicher Elefant. Und dann schiebt sie sich ihr Futter so ein bisschen beiseite. In einem Zoo, wo sie jetzt nicht einem dominanten Zuchtbullen standhalten muss oder einer überaus dominanten Elefantenkuh, da hat die durchaus ein gutes Auskommen. Aber sie muss halt ihren Platz finden, so wie jeder Elefant, der irgendwo auf Reisen geschickt wird, wird auch sie das schaffen. Auch in Cottbus gibt es eine Elefantenkuh, aber nur eine. Und vielleicht mag sie die dann ja. Onegin, der Opa unter den Schneeleoparden. Übellaunig, weil im Stall heute alles anders läuft. Kräuter anstelle von Rinderbraten. Ich gebe mir jetzt einfach mal Mühe, dass das ein bisschen nach was aussieht. Also das soll ja jetzt nicht nur ein Blumenstrauß sein, weil dafür wird sich Onegin wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Blumen für den Grießkram. Was es damit auf sich hat, das in der nächsten Woche. Und dann noch ein Geheimnis muss gelüftet werden. Das der kleinen Ameisenbärin. Also bis dann. Tschüss.